Hallo, ich bin Oliver Müller vom Hauptbahnhof. Ich bin YouTube-Subscriber. Mit 19 habe ich gefangen, Kokain zu nehmen, habe ich geballert, da war es auch noch Kokain, heute Schrott, ne? Okay. Und dann habe ich 2 Jahre Knast geschoben, habe ich aufgehört. Aber ich habe einmal im Leben in den 20 Jahren Kokain genommen, Heroin genommen. Nie wieder. Ich habe einfach Angst. Kein Heroin und keine Tabletten. Nicht mehr ein Joint raus. Das kann ich nicht. Aber ich bin, wie gesagt, hauptsächlich Alkoholiker und tu halt saufen. Und wie sorge ich mich? Ich tu halt manchmal Dosen sammeln oder frag mal irgendwo einen, den ich so hier kenne am Bahnhof, irgendjemanden da, der mir vielleicht helfen kann. Es gibt viele liebe Menschen hier. Da bin ich auch dankbar, aber ich komme auch nicht mehr so wie früher. Früher war ich jeden Tag hier, heute bin ich nicht mehr jeden Tag. Manchmal, ich hab eine Wohnung, ne? Gott sei Dank. Ich bin manchmal 6 Tage zu Hause und dann komme ich eine Nacht hierher oder 2 Nacht hierher und dann kann ich mir nicht mehr Ruhe. Weil heutzutage, die Leute hier am Bahnhof, Respekt vor denen, dass sie das hier noch weitermachen. Die Leute hier heutzutage sind nur gestört. Flaschen schmeißen, schreien. Früher war das ganz anders, ehrlich. Da gab es sowas nicht. Oder kacken vor die Leute vor die Bar oder machen was kaputt. So asoziale Leute hier. Ehrlich, ist nicht gut. Aber was will ich machen? Oh ja, ist gut. Okay, dazu sage ich mal, aber ich habe nicht geschlafen, bin ich ehrlich, ich habe was gezogen, ich bin müde. Ich bin ja auch ehrlich zu euch. Zu Gott will, mir fällt auch nicht mehr langsam mal ein, ich kann nicht mehr. Das ist halt so, Prost. Ja, ich bin erstens müde, weil ich dann gestern Morgen nicht geschlafen habe. Und von diesem Leben bin ich auch müde. Ja. Einfach von diesem verkackten Leben am Bahnhof. Ist ja nicht mehr schön hier. Ich kenne nur Hauptbahnhof, Knast und Hauptbahnhof. Ich kenne kein anderes Leben mehr. Ich bin müde von diesem Leben, ehrlich. Ich habe keine Kraft und kein Nerv mehr. Ich will manchmal auch gar nicht. Ich bin seit meinem 19. Lebensjahr, ich bin 1975 geboren, ne? 26.11.1975 bin ich geboren. Ich bin seit meinem 19. Lebensjahr hier. Ich bin jetzt 46. Also wisst ihr, wenn ihr recht kennt, wie lange ich bin? Ich bin zu lange hier. Ich war alles hier, wie es früher war und heute war. Und heute, ich bin ehrlich, ich bin kein Verräter oder so, niemals. Aber ich weiß, dass ich muss halt auch mal in die Polizei. Die kennen mich alle, weil meine Mutter hier im Geschäft hat. Ich liebe meine Mutter, ja? Die sagen, es wird immer schlimmer, es wird auch immer schlimmer. Die Leute tun mir leid, die hier ihre Geschäfte haben. Und die gehen pleite wegen so Idioten. Hier, ich tut mir leid, ich bin kein Nazi oder so, ich habe albanische Tochter, ich liebe die. Die Merkel war bescheuert, dass sie die scheiß EU, die Bulgaren und die Bagage reingelassen hat. Die macht hier alles kaputt, ehrlich, alles kaputt. Ehrlich, es geht nicht mehr. Nee, es gibt bestimmt bald irgendwann Bürgerkrieg hier in Frankfurt oder in Deutschland. Aber naja. Ich liebe am Frankfurt am meisten die Menschen. Hier am Bahnhof, die Menschen liebe ich alle hier. Was war das hier? Hier am Bahnhof, alle Menschen, die sind alle mir lieb und nett, die kennen mich. Olle, wie geht's dir? Geht's dir gut? Da könnte ich manchmal weinen, ehrlich. Die sind alles gute Menschen hier. Ich bin eigentlich gerne hier am Bahnhof, ne? Aber ich muss auch nicht immer Drogen nehmen. Aber ich bin trotzdem der. Am Frankfurt liebe ich eigentlich hier den Main liebe ich hier. Ja, muss aufgepasst in Sossenheim, Zeilsheim, auf jeden Fall. Das liebe ich, ja, was liebe ich noch am Frankfurt? Ich Zeil, ja. Ja, das ist gar nicht mehr, sonst liebe ich eigentlich nichts mehr. Bei verkacktes Leben noch. Ja, wenn ich das Leben nochmal von vorne nochmal Chance hätte, nochmal geboren werden will und nochmal von der Anschaffung gehen, ich will alles gehen, sparen und weg aus Deutschland gehen. Das muss ich machen. Und vorsichtiger werden als heute. Und mir ist kalt. Boah. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag oder schönen Abend. Ich bedanke mich bei euch, den Herren und Damen, dass ihr dieses Video anguckt. Vielleicht Respekt oder nicht Respekt, ist eure Entscheidung. Auf jeden Fall Gesundheit, Frieden und Glück. Und bleibt so, wie ihr seid. Dankeschön. Ich wünsche euch einen schönen Abend.
Ugh.